Das ist Teil 2, nämlich der Outdoor-Test. Wird das China Benchmade Fake-Messer mit dem Made in USA-Messer überhaupt mithalten können? Gibt es einen Unterschied oder nicht? Wenn es interessiert, bleibt dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann, schön, dass du dabei bist. Ja, ich habe das China-Teil, den China-Fake, jetzt mit rot markiert, mit einem roten Bändchen. Wobei, wenn man genau hinschaut, kann man erkennen anhand der Klingenstruktur und des Stahls, dass das natürlich etwas anders ausschaut, aber damit man in der Hitze des Gefechts keinen Fehler machen. So, Made in USA, China. Lass uns den ersten Schnitt machen. Das amerikanische Original hat den Vortritt. Wir haben hier eine frische Hasel. Gut, macht natürlich alles mit. Was bei dem Benchmade insgesamt ein Thema ist, beim Zusammendrücken, also beim Andrücken, wenn man reinschneidet in Holz, gibt diese Griffschale ein bisschen nach, gell? Ganz leicht. Gut, geben wir dem USA-Messer, dem Original, den Vortritt. Frische Hasel, schneidet natürlich. Ja, sehe ganz klar. Was halt bei dem Messer insgesamt ein Thema ist, aufgrund der Kunststoffkonstruktion dieser Griffschalen hier, ist extrem leicht, deswegen Bug-out wahrscheinlich, ja, da ist nichts eingelegt. Also der Axis-Lock, der beginnt hier an der Stelle etwas Metall nach oben zu gehen und alles andere ist Kunststoff. Das heißt, das drückst du zusammen, wenn du da Druck aufbaust. Manche finden das unangenehm bei Holzarbeiten, aber es schneidet auf jeden Fall, ja, so wie man es erwartet. Nun jetzt das Kinderteil. Bei dem sieht man jetzt von außen auch nicht irgendwie, was irgendwie schlecht wäre. Auch der Axis-Lock geht sehr, sehr gut auf. Der erste Holzschnitt. Okay. Der Unterschied. Also, natürlich schneidet was, aber ich brauche, es ist nicht dasselbe. Schneidet nicht so fett und schnell runter ab, wobei es ist ausreichend. Ich meine, der Preisunterschied ist einfach enorm. Ja? Und auch hier, da gibt es. Das Material gibt deutlich mehr nach. Das kann man auch leicht biegen, schau. Den Fake kann man leicht biegen. Jetzt werden wir noch schauen, ob man auch das Original USA biegen kann. So. Auch leicht, aber deutlich weniger. Also ich mache noch einmal den Schnitttest und ich fake nichts. Ich verkaufe weder das eine noch das andere. Da ist es mir wurscht, ja. Ich will es einfach nur wissen. Schnitt. Ja, Original. USA. China Fake. Schneidet auch, ja, aber etwas schlechter. Aber wie gesagt, der Preisunterschied ist so enorm, dass man vielleicht sagt, okay, das ist mal egal. Es tut nämlich, was es soll. Mhm. Kann es auch gut führen. Gut, ist jetzt, schneidet so gut zum Beispiel wie ein Victorinox, ja, also da kann ich jetzt nichts Negatives finden. Ja, das passt ganz gut. Und einmal noch den Amerikaner. Der geht ein bisschen besser durch. Also ich muss sagen, er geht ein bisschen besser durch. Aber es ist jetzt kein nennenswerter Unterschied. Ist so. Also das Chinesenteil schneidet sehr, sehr gut. Ich merke einfach, das gibt hier deutlich mehr nach. Wir werden dann auch noch hacken und hauen und batonieren. Aber wenn du jetzt klassische solche Mini-Arbeiten machen willst, das funktioniert einmal gut. So, jetzt gehen wir noch den Original-Amerikaner mit, weil auch die Frage war, S30 V-Stahl beim Amerikaner. Ist das beim Chinesen auch so? Also das glaube ich und bei dem Preis einfach nicht. Und viele haben auch gebeten, René, gib uns den Link dorthin. Nein, das mache ich auch nicht. Also ich will nicht bei Produktpiraterie mitmachen, das tue ich nicht. Der Amerikaner schneidet besser. Ja? Der Amerikaner kriegt schönere, oder sagen wir das Original, kriegt schönere Locken runter. Aber auch da muss ich sagen, du kriegst dieses Fake-Messer ist für den Preis wirklich sehr, sehr gut. Also es ist nicht einfach nur ein Klumpert, sondern das tut auch, was es soll. Und das Original ist halt ein Original. Hier jetzt noch einmal direkt den Vergleich. Ja? Also der Kunststoff ist deutlich härter. Und dadurch hast du es einfach viel cooler in der Hand. Also hier jetzt, ne? Das gibt viel mehr nach, aber ja, gut, Belastungstest. Bevor ich jetzt dann versuche, die Messer kaputt zu machen mit Batonieren, das ist ja cool, versuchen wir ein Seil zu kappen. Ja, das ist das Original, hat ganz gut funktioniert. Schauen wir es uns an. Kino! Ja, schneidet genauso, das ist geil. Also Seilkappen, auch null Unterschied. 0000 Unterschied. Jetzt müssen wir mal schauen,
was Stabilität jetzt hier betrifft, weil mir kommt vor, dass das da jetzt schon ein bisschen wackeliger ist. Wobei, ich habe noch nichts Böses dran. Schauen wir uns noch den Amerikaner an. Ja, da ist die Führung. Das siehst du auf der Kamera wahrscheinlich jetzt nicht und du fühlst, dass die Führung ist hier noch deutlich strenger, so wie am Anfang. Das hier, da lässt anscheinend die Schraube schon ein bisschen nach, weil das schlackelt da schon so deutlich leichter hin und her. Egal. Batonieren! Ja, ich bin verrückt, ja. Ja, mit ein wenig Glück bist du gleich Zeuge, wie ich 200 Euro in die Tonne trete, nämlich mit dem Original. Gut. Bin wirklich, ich meine, sowas macht man nicht, ja. Für das hat man nicht solche Messer hier. Hat auch keine Spaltwirkung, das Teil, ja, muss man auch gleich dazu sagen. Hat null Spaltwirkung, weil es einfach so dünn ist. Aber ich weiß. Muss ich Angst haben? Ich passe hier auf. Ja. Also Kinder, nicht nachmachen, das ist nichts. Nur weil der dicke Onkel da im Fernsehen, oder entschuldige, auf YouTube, so ist es, ja, der dicke Onkel auf YouTube das macht, heißt das noch lange nicht, dass du das auch machen sollst. Nein, ganz und gar nicht. Aber geht nichts weiter, gell? Na komm. Steckt der Suchfest da drinnen, da bewegt sich gar nichts mehr. Das steckt da drin. Das, was ich hier mache, ist wirklich gefährlich. Bitte nicht nachmachen. Ja? Da geht nichts mehr weiter. Auch da merke ich jetzt schon langsam, dass das ein bisschen leichtgängiger ist. Ja, ich komme nicht mehr weiter. Ich komme nicht mehr weiter. Aber jetzt. Gut, es lebt. Ich habe so Angst. Die Frage, wird das chinesische Zeug das auch mitmachen? Deutlich leichter schon, das ist sehr locker jetzt schon, aber es rastet noch ein. Boom, es ist mir schon einmal entgegengekommen. So. Macht auch noch. Gut. Aha. Hat da jetzt
der Lok nachgegeben oder habe ich da unabsichtlich jetzt draufgeschlagen, dass das nachgegeben hat, ja? Aber also das wackelt jetzt schon ganz schön. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, ob du das hören kannst, aber ich meine, das ist auch nicht normal. Ja? Also was ich da mache, ist irre. Also es lässt immer wieder mal, also wenn ich hinten drauf schlag, gibt dann der Lock sozusagen nach. Ja? Das war beim amerikanischen nicht der Fall. Also beim Original. Tut sich jetzt überhaupt nichts mehr. Das bewegt sich nicht mehr. Das bewegt sich überhaupt nicht mehr, das Stück Holz. Also das, ja, das Stück Holz bewegt sich auch nicht und das Messer bewegt sich im Stück Holz auch nicht mehr. Und ich sehe jetzt schon was, ich habe eine Schraube verloren. Hier jetzt da, die Schraube, die ist rausgegangen. Ich meine, für diese abartige Belastung, da kann man jetzt auch nichts anderes erwarten. Aber das ganze Messer, schau, das wackelt da jetzt schon, logischerweise, wenn die Schraube weg ist. Ja. Ja, also puh, da, die ist auch weg. Ja, das ist diese Mittelschraube. Also ich werde nicht weitermachen, weil ich glaube. Na, oder machen wir weiter? Nein, ich mache weiter. Nein, ich habe mich entschlossen, ich mache nicht weiter. Es hat keinen Sinn, ich krieg's nicht weiter durch. Ich war auch, wie gesagt, ziemlich unfreundlich zu dem Messer. Ich bin eh überrascht, dass es so lange noch funktioniert hat. Ja. So, ich habe es jetzt mit einer Zange rausgezogen. Und der Test suggeriert jetzt vielleicht, dass das ein Klumpert ist. Aber ich bin trotzdem positiv überrascht von dem China-Ding. Klar, die Schrauben haben jetzt ganz einfach nachgegeben und sind rausgefallen. Und dadurch ist jetzt hier, da ist es genau dieser Teil weg. Aber das, der Lock selbst funktioniert noch immer. Also wenn das jetzt da wäre, die Schraube müsste nachgezogen werden. Also ich muss sagen, ich bin noch immer positiv überrascht. Ich meine, das ist Produktpiraterie und ich finde es für Benchmade einfach kacke. Ja? Für Benchmade einfach kacke, dass es chinesische Firmen gibt, die das 1:1 nachbauen. Schau, wenn sie sich von dem inspirieren lassen und in so einer Qualitätsstufe etwas Ähnliches rausbringen, adaptiert mit Verbesserungen oder so, wie man sich halt das Messer anders vorstellen kann. Ja, vielleicht ein bisschen länger, ein bisschen breiter, andere Klingenform, ein bisschen andere Struktur und etwas in dieser Qualitätsstufe, ja, rausbringen, dann reißen es dir die Leute trotz alledem aus der Hand, weil du das einfach irrsinnig günstig anbieten kannst. Ja? Und daher finde ich das so kacke, etwas wirklich 1:1 nachzumachen, dann das Benchmade-Logo drauf zu knallen und das dann zu verkaufen. Ich bin auch viel haben etwas unterwegs jetzt, weil es mir das interessiert. Und das ist ja bei Microtech-Messern, Microtech, das sind diese, unter anderem diese
Out-of-the-Front-Messer hier, die in Österreich ja legal sind. Auch Deutschland ist das halt anders, aber da wird es auch bald was geben. Weil wir haben ein Rettungsmesser, das Kalaschnikow, das legal ist, da gebe ich da auch unten den Link dazu. Aber egal, da ist es so, dass jetzt immer mehr solche Teile, auch von Benchmade, die in China gekauft werden, fake, und dann angeboten werden dort, und man sagt, okay, und ich habe einen Notverkauf, und das ist wirklich, also das ist wirklich das Letzte und das Tiefste, was man überhaupt machen kann, wenn ich so sage, einen Fake mir in China einkaufen und den dann nachher gutgläubigen Leuten anzudrehen. Und wie gesagt, wenn du nicht genau hinschaust und nicht genau weißt, worauf du schauen musst, und wenn du nicht einen Vergleich hast mit einem Original, dann siehst du den Unterschied nicht, und sie sind wirklich qualitativ echt hochwertig. Und das ist das, also ich, erstens die Hersteller, die das 1:1 kopieren und dann ein Benchmade-Logo draufknallen, und dann die Leute, die diese Fakes verkaufen. Also das finde ich einfach, na, ich wollte unredlich sagen, ich finde das einfach, ja, so. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt versuchen, hier Schraubensubstitute zu bekommen und dann einen Langzeittest machen, den werden wir dann am Messerkanal veröffentlichen, nämlich wie sich die Schnitthaltigkeit auf Dauer auswirkt. Ja, aber beeindruckend trotzdem. Das war's. Wenn dir das gefallen hat, lass Daumen nach oben da natürlich. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, holst du vielleicht ein Messer von uns oder eine Universalhalterung. Wir haben ja urviele unterschiedliche Dinge. Da sage ich auch danke dafür. Buschkraft Areal im Waldhöhler Apotheke, kannst du dein Messer mal Gassi führen oder ein bisschen ans Holz ranlassen. Dein Rainer Rossmann und ciao, ciao.